Hallo, hier ist wieder euer Aquarianer und in diesem Video können wir einmal sehen, wie die Resteverwertung im Aquarium funktioniert. Und zwar sehen wir hier meinen Signalkrebs, wie er seine eigene Hülle verspeist. Denn er hat sich ja gehäutet und nun frisst er seine alte Hülle, um daraus seine neue Hülle zu generieren sozusagen. Er ist vielleicht noch etwas weich und empfindlich gegenüber Berührungen, aber er ist schon stark dabei, hier eben zu fressen. Wir können ja sehen, wie er mit seinen kleinen Armen immer wieder was davon rauszupft und das dann in seinen Mund steckt, was doch eine interessante Beobachtung ist. Und wir können sehen, dass so eben diese Hüllen im Aquarium auch am Ende wieder verschwinden. Und es deswegen vermutlich sogar immer sinnvoll ist, diese auch im Aquarium zu belassen. Denn normalerweise würde man ja eigentlich so etwas entfernen aus seinem Aquarium. Aber wir können ja hier beobachten, dass der Krebs durchaus sich darüber freut und auch darüber hermacht, wenn er so etwas wie Freude empfinden kann. Aber auf jeden Fall denke ich, instinktiv wird er wissen, dass diese Hülle ihm neue Substanz für seinen neuen Panzer gibt, sozusagen. Von daher ist es doch schön, ihn hier einmal zu beobachten und mit seinen faszinierenden Kauwerkzeugen. Es ist durchaus doch interessant zu beobachten. Von daher können wir auch hier nochmal einen interessanten Einblick in das Aquarium gewinnen. Ich denke, spannend würde das hier erst, wenn wir es uns im Zeitraffer ansehen würden, wie er die komplette Hülle frisst. Aber für einen kurzen Überblick ist das hier noch eine schöne kleine Beobachtung, die man im Aquarium machen kann. Das heißt, ihr, wenn ihr Krebse oder auch Garnelen oder ähnliches haltet, müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr die Hüllen im Aquarium belasst, denn diese sind immer noch sehr nahrhaft für die Bewohner, wie eben diesen Krebs. Auch wenn man denken könnte, er frisst einen toten Artgenossen, ist es doch nur die Hülle. Und da lässt er sich auch nicht lumpen. Von daher ist das doch so ein sehr schöner Einblick und ich denke, da wir das jetzt beobachtet haben, würde ich dieses Video dann auch jetzt demnächst einmal hier dabei belassen und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn diese Hülle hier komplett gefressen wurde und es weitere interessante Dinge zu beobachten gibt.